Has something startled you? Did they do something to my head? You don't look well. You should take better care of yourself. Du blöde Kuh. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zeiten dran. Herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, es ging hier jetzt gerade so in der Art und Weise los, weil ich habe geladen und es hat sofort mit dem Kapitel angefangen, deswegen gleich diese Sequenz. Es ist also tatsächlich richtig so, Part 19, der letzte war Part 18. Da waren wir ja am Ende von Kapitel 5 und die Bloody Lady ist tot. Hier so erstmal ein Zeitungsausschnitt. Kirchenboden bricht ein. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Ja, im letzten Kapitel ist ja tatsächlich der Boden eingebrochen um dieses komische Wasserbecken, wo Kidman drin war. Ich frage mich jetzt immer, alles was passiert in diesem Spiel wird mit diesen Zeitungen irgendwie in so einen Real-Life-Zusammenhang gebracht. Ne? Also immer, wenn wir irgendwen treffen, irgendeine bestimmte Person ist, die im Real-Life irgendwie verschwunden und irgendeine bekannte Person und alles solche Sachen. Also es ist ganz eigenartig. Was haben wir hier? Fotos. Oh. Photographs. Sieht aus wie eine alte Festung irgendwo an einer Bucht. A church. Ah, es war doch eine andere Kirche. Ach du Kacke. Ach du Kacke, was ist denn jetzt hier passiert? Mir fällt zunehmend auf, ich würde The Evil Within. What was that sound? Alter, hier fahren Rollstühle rum. Ich mach mal ein neues Schrankfach auf, falls das geht. Habe ich einen Schlüssel? Ja, ich hatte ja einen Schlüssel gefunden, ne? Zack, einen haben wir sogar noch. Die nehmen wir natürlich mit. Mal den noch auf. Das ist ja egal. Es spawnt anscheinend so. Egal welchen Schrank wir aufmachen. Es ist im ersten immer Munition drin, im zweiten immer Goo und so weiter und so fort, glaube ich. Okay, kein Schlüssel mehr. Was ist hier jetzt los? Hallo? Lady? Krankenschwesterfrau. Die ist ja total unheimlich. Und wenn sie dann weg ist, fühlt man sich plötzlich so allein. Die Laterne macht echt nicht viel Licht hier. Ist sie schon wieder da drin? Alles dunkel hier. Lady. Oh Gott, die Käfer. Oh mein Gott, ein neuer Gang. Da geht's runter. Ist hier auch lang? Hier ist eine Tür. Das war alles vorher gar nicht da. Lady. Die Türen gehen nicht auf. Hä? Wo bin ich hier? Kann ich die Türen aufmachen? Nee. Dieses Posieren. Komm schon. Oh nein, Leslie. Leslie?
Sebastian? 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 Shit. Wieso hatte der jetzt kein Gesicht und wir haben unser Spiegelbild in ihm gesehen? Ich glaube, das ist etwas, was wir uns merken sollten. Sind wir vielleicht nicht in unserem Kopf, sondern im Kopf von Leslie und der durchlebt? Also, der macht das hier alles? Das kann doch sein, oder? Oh mein Gott, ich glaube, wir sind in dieser Kirchenwelt, die wir auf den Fotos gesehen haben. Ich glaube, das hat uns hierher getragen. Ja, eindeutig. Und ich wollte ein Level, wo die Sonne scheint. Da-da! Das Spiel erfüllt mir meine Wünsche. Alter Schwede. Ich muss sagen, ich komme gerade aus einer Runde Alien Isolation. Das spielt sich alles ein bisschen anders. Kapitel 6. Same place as the photographs. Wir verlieren uns. Das ist der Ort von den Fotos. Alles voller Raben da hinten und ich glaube, wir werden da hingehen müssen, ne? Lassen wir uns mal nicht lumpen. Eine kleine Hausruine. Hier gibt es bestimmt irgendwas. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist jetzt alles weiter weg hier. Was war nochmal der Schleichenknopf? Nein, das war der. Nein, der hier. Genau. Auf den rechten Stick muss man nämlich bei Alien drücken, um zu schleichen. Deswegen musste ich mich jetzt erstmal wieder zurechtfinden. Ich hoffe, der Rest klappt da wenigstens. Liegt hier irgendwas rum? Nee, hier liegt doch nichts rum. Verdammt nochmal. Irgendwie ist es komisch. Ich habe gerade so das Gefühl, dass die Kamera weiter weg ist. Das verwirrt mich auch ein bisschen. Es spielt sich ganz anders. Die war doch die ganze Zeit irgendwie näher dran, oder? Okay, hier liegt Munition. Das ist schon mal ein Anfang. Der Anfang der Versöhnlichkeit. Aber wir haben ja genug Munition. Also hat sich das nicht mal gelohnt. Aber vielleicht lohnt es sich... Kann ich doch da bestimmt runterschießen, oder? Oh nö, aber ich will meine Munition da dran nicht verballern. Ach kommt. Ach so, aus dem einen fällt gleich Munition raus, das ist gut. So, nachgeladen. Dann haben wir ja die zwei Schüsse sogar vielleicht gleich wieder reingeholt. Und in dem anderen ist vielleicht gut drin? Nein, auch nicht. Irgendwas anderes? Ah, Heilung. Und Munition für die Schrotflinte. Okay, ich würde sagen, wir heilen uns mal kurz. Schnips, einfach so, dann können wir jetzt die Heilung mitnehmen. Alles klar. Gut, dass hier Schrotflintenmuni rumliegt und da oben... Ich Trottelarsch. Okay. Ihr müsst mir das jetzt leider verzeihen. Hier oben liegt doch Pistolenmunition. Die Entwickler waren sogar schon so freundlich, einen Munition hierher zu legen, damit man sich diese Kisten schnappt. Na, das ist doch... Das nenne ich mal Game Design. Und genau zwei Schuss. Mensch, die sind aber freundlich heute zu mir. Ich habe... Das Gefühl, dass das alles gleich ordentlich in die Binsen gehen wird. Aber das Gefühl habe ich ja sehr oft. Für die Leute, die mir zugucken, die wissen das. Wir gehen einfach mal weiter. Uiuiuiui. Alles klar. Los geht's. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Hier ist noch eine Hausruine. Und da brennt einer. Ob wir den anzünden sollten, ob der aufsteht. Ich weiß es nicht. Liegt hier sonst irgendwo einer im Dreck? Nein. Ich glaube, den sollte ich anzünden, Kinder. Nicht, dass der Dummheiten macht hier. Wir nehmen uns das jetzt einfach mal raus. Zack. Tja, und jetzt kriegen wir den Schuss halt leider nicht zurück, ne? Ach, obwohl. Haha, es ist so schön. Love it. Okay. Weiter geht's. Die Raben sind auf jeden Fall unsagbar laut. Gott. Hä? Hier ist jemand und schießt? Kidman Joseph? Wir müssen es rausfinden, Kinder. Ich will, dass die Kamera näher rangeht. Das gefällt mir gar nicht. Hat das Spiel ein Patch geladen? Nö. Are you all right?
my head wouldn't stop buzzing. It felt like it was about to crack open. But now it's like I'm starting to get used to it. You seen Kidman? No. Next thing I knew, I was here. I must have blacked out, or maybe I turned again. Oh, crap. Inside. Let's go. Ja, und zwar schnell. Ich will nicht gegen die kämpfen müssen. Okay, schnell, du kannst es doch. Scheiße, hier bricht gleich alles ab. Get that thing open. I'm working on it. Just give me a little time. A little time. Weg. Ich glaube, das Ding ist jetzt hinter uns zusammengebrochen. Okay, gib mir Money. What? Stirb. Nein. Anzünden. Yes. Oh Gott, ich hab keine Money mehr. What? Was war das denn? Danke, rein. Ja, ich bin schon da. Looks like we're out.